Willkommen zur zweiten Ausgabe der Makershow Reloaded. Zuallererst bedanke ich mich für die ganze Kritik, die bei der ersten Folge geäußert wurde. Vieles ließ sich auch schon direkt umsetzen und die offensichtlichste Änderung solltet ihr sofort bemerken, denn das hier ist nicht mehr gefilmt. Filme nur ausschließlich in Diskussionsrunden zum Einsatz kommen. Diese wiederum sind ja nicht in jeder Folge enthalten. Zudem ändert sich auch der Aufbau ein klein wenig. Es wird 2 bis 3 allgemeine Punkte geben, die für alle Leute interessant sind und immer einen entwicklerspezifischen Punkt. Also zum Beispiel ein Tutorial oder eben die Vorlesung, die aber auch ein bisschen abgeändert ist. Die Makershow wird deutlich kürzer sein, als das noch bisher der Fall war. Das bedeutet, euch erwarten in Zukunft in etwa 10 bis 15 Minuten. Und sollte mal ein Thema besonders ausführlich werden, so wird das immer als Extra-Video angehangen bzw. verlinkt. Es gibt ein Tutorial diesmal, was sehr lang wurde und als Extra-Video zum Schluss angesehen werden kann für Entwickler. Denn der letzte Punkt ist immer der Entwicklerpunkt. Die Vorlesung hat auch einige Leute verwirrt, die eben nicht selbst entwickeln, denn es ist nur mal nur für die Leute interessant, die auch selbst makern. So, nun aber zu den Themen für heute. Showtime, der Game Jam des RPG-Ateliers. Review, The Sandman, tiefgründiger Horror. Tutorial, Lightmaps nach 2 Modellen. Showtime. Seit über einem Jahr wird regelmäßig ein Game Jam im RPG-Atelier gestartet. Diesmal sehen wir uns die Projekte des Game Jam von August 2014 an. Bevor es jedoch losgeht, werfen wir einen Blick auf die historischen Aspekte des Game Jam. Bei einem Game Jam geht es darum, in Form eines Wettbewerbs ein Spiel in einer sehr kurzen Zeitspanne zu entwickeln. Meist ist es üblich, sehr kurze Spiele zu entwickeln oder neue Konzepte ersten Praxistests zu unterziehen. Ursprünglich von den Entwicklern Chris Hacker und Sean Barrett 2002 im Zuge eines Engine-Tests entwickelt, sind Game Jams heute eine beliebte Wettbewerbsform unter Spieleentwicklern, die auch die deutsche Maker-Szene erreicht haben. Beim aktuellsten Game Jam des RPG-Ateliers entstanden innerhalb von einer Woche die 3 Projekte IRC, Schuld und Sühne und Virgin. Kommen wir zunächst zu dem Spiel IRC von Shining, dessen Name bereits in Verbindung mit dem Inhalt steht. Hierbei handelt es sich um ein neues Konzept, bei dem sich ein Spiel mit einem IRC-Server verbindet und somit als Client fungiert. Jeder User, der sich auf dem entsprechenden Channel befindet, tritt automatisch der Gruppe bei und ist damit wichtig, um das Abenteuer zu bestehen. Für jede Nachricht, die von Usern verfasst wird, steigen die Charaktere auf, sodass man auf viele aktive User setzen muss, um weiterzukommen. An sich ist das Konzept zwar alles andere als massentauglich, allerdings sehr interessant und zeigt, was sich mit ein wenig Skriptingkenntnissen auch an ungewöhnlichen Ideen umsetzen lässt. Das zweite Spiel ist Schuld und Sühne von Yehu. Hierbei handelt es sich im Großen und Ganzen um ein spielbares Intro. Man findet sich in einem klassischen RPG wieder, das sich sowohl grafisch als auch musikalisch von einer sehr guten Seite zeigt. Durch die knappen bisher spielbaren 5 Minuten bringt man wenig über die Charaktere in Erfahrung. Die bisher implementierten Dialoge machen jedoch Lust auf mehr. Dem Projekt liegen zudem noch ausführlichere Details in Form einer Textdatei bei. Virgin von Sabaku präsentiert sich als recht surreales und zugleich auch minimalistisches Werk. Man spielt ein kleines, befremdliches Wesen, das von einem anderen Wesen angelockt wird, dessen Ruf man prompt folgt. Neben kleineren Licht- und Schattenspielen wird schnell klar, dass unser Gehör eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. So muss man zum Beispiel von Feinden fliehen, die man hauptsächlich durch deren Akustik im Dunkeln ortet, was sich sehr interessant spielt und auch in einem größeren Projekt mindestens in Form eines Minispiels Lust auf mehr machen würde. Es ist nichtsdestotrotz schwierig, Virgin zu bewerten. Das aktuelle Gameplay ist recht speziell und damit eher Geschmackssache. Alles in allem sind einige inspirierende Werke beim Game Jam entstanden und man kann aus Sicht eines Entwicklers eine Teilnahme sehr empfehlen, denn Konzipierung zählt zu den wichtigsten Dingen, um Game Design Erfahrung zu sammeln. Gerade bei Konzepten lässt sich viel falsch machen und erste Praxiserfahrung als auch erstes Feedback können ausschlaggebend sein, um entweder schlechte Ideen zu verwerfen oder den Schritt der Umsetzung zu wagen. Review. Diesmal dreht sich alles um den Schlaf. The Sandman ist nicht etwa eine Maker-Umsetzung der Erzählung E.T. Hoffmanns, sondern vielmehr ein Spiel aus dem japanischen Raum, das von der mittlerweile recht bekannten Game-Designerin Uri erstellt wurde, die bereits Werke wie The Crooked Man oder Insanity veröffentlichte. Zwar bin ich mit der Erwartung, ein Horrorspiel zu spielen, an das Spiel rangegangen, jedoch gestaltet sich eine Genre-Zuordnung als recht schwer, dazu später jedoch mehr.
The Sandman dreht sich um den Charakter Sophie Grundler, ein Schulmädchen, das eine katholische Schule besucht, jedoch seit Tagen keinen Schlaf findet. Nachdem dies der Schulleiterin auffällt, wird sie zu einem Gespräch eingeladen, jedoch ist Sophie nicht besonders religiös und hat zudem noch Mobbing-Probleme an ihrer Schule, sowie Freunde, die lieber wegsehen als eingreifen. Niedergeschlagen begibt sie sich zu Bett, als sie jedoch mitten in der Nacht aufwacht. Verwundert über die plötzliche Stille, die eingekehrt ist, stellt sie fest, dass alle Uhren stehen geblieben sind. Alsbald muss sie die Erfahrung machen, dass alle Leute auf der Welt in tiefem Schlaf verfallen sind, sie selbst davon jedoch nicht betroffen ist. Damit einher beginnt die Suche nach Anhaltspunkten. Warum sind alle eingeschlafen? Gibt es Leute, die wie Sophie unbetroffen sind? Und wer oder was ist dafür verantwortlich? Storymäßig baut The Sandman einen guten Spannungsbogen auf, allerdings braucht die Geschichte sehr viel Zeit, bis sie in Fahrt kommt. Dafür wird man jedoch mit einem tiefgründigen und nahezu unvorhersehbaren Plot überrascht, der trotz des recht generischen Einstiegs alles andere als klischeehaft ist. Zudem gibt es 4 verschiedene Enden, was wiederum einen gewissen Wiederspielwert aufbaut, der jedoch durch das recht statische Gameplay aufgehalten wird, womit ich zum größten Kritikpunkt komme: das Gameplay. The Sandman bietet klassische Adventure-Elemente, spielt sich aber größtenteils sehr zäh. Nicht nur, dass man meist sehr viele Laufwege mit viel Backtracking in Kauf nehmen muss, es gibt auch kaum Hinweise auf Rätsel. An sich wären das nur kleinere Kritikpunkte, jedoch sind die meisten Rätsel auch noch sehr schwer, sodass selbst erfahrene Spieler hin und wieder einen Blick auf die Komplettlösung werfen müssen. Immerhin fügen sich die Rätsel sehr gut in die Spielwelt ein und machen Sinn, was nicht selbstverständlich ist, und es gibt auch spielerische Highlights. Am meisten hat mir hierbei die an Metal Gear Solid angelehnte Schleich-Action-Pappkarton gefallen. Ich meine, was gibt's Tolleres als 2 Schulmädchen, die sich eigentlich nicht ausstehen können und einem Kaufhaus vor schießwütigen Soldaten in Snake-Manier fliehen müssen? Solche skurrilen Szenen tauchen immer wieder auf und verleihen dem Spiel einen ganz eigenen Charakter. Und das ist das passende Stichwort für die große Stärke des Spiels. Die Charaktere sind großartig und entfalten sich im Laufe der Zeit immer mehr. Das ist hauptsächlich den zahlreichen Rückblenden geschuldet, die jede Person noch einmal im Detail beleuchten. Jeder Charakter fühlt sich anders an und hat eine wichtige Rolle, sollte man sie im Spiel nicht vergisst. Die gewollte Lehre der Welt hat zudem den Vorteil, dass jeder Charakter wichtig erscheint und auch Antagonisten wie der Sandmann selbst überzeugen durch ihre eigenen kleinen Ticks. Grafisch ist das Spiel eher guter Standard. Die Maps sind ordentlich gefüllt und das gesamte Spiel in Mac-and-Blue-Stil gehalten. Besondere Spielereien wie zum Beispiel Lightmaps oder großartige Animationen wurden nicht eingebaut. Dafür jedoch einige sehr hübsche Zeichnungen, die auch passend eingesetzt werden und stellenweise animiert sind. Diese kommen meist bei sehr wichtigen Szenen zum Einsatz und zählen zu den Highlights des Spiels. Wie ich bereits anmerkte, ist eine Genrezuordnung schwierig. Horrorelemente finden ausschließlich dadurch Einzug, dass ein lautes Geräusch recht plötzlich abgespielt wird. Musikalische Untermalung, die den Spieler bereits vorab in eine gewisse Stimmlage versetzt, ist kaum zu finden. Stattdessen wird man auf den meisten Maps mit einem simplen 5 Sekunden BGS-Loop unterhalten, der nach wenigen Minuten bereits nervt. Dabei beweisen Spiele wie To The Moon, dass man sehr gut Emotionen durch Musik aufbauen kann, während Spiele wie Taut zwar diesbezüglich zurückhaltend sind, jedoch durch eine sehr dichte Soundkulisse ebenso eine grandiose Atmosphäre aufbauen. Positiv anzumerken ist jedoch das sparsam verwendete, dafür aber sehr gute Voice Acting an einigen Stellen des Spiels. Hi there, sweetie. Was kann man abschließend also zu The Sandman sagen? Wer tiefgründige und schwierige Adventures mag, wird sich sofort willkommen fühlen und insbesondere die Charaktere sind etwas, bei dem sich viele Entwickler noch eine Scheibe abschneiden können. Mit etwa 3-4 Stunden Spielzeit ist es ein kurzes Spiel, das jedoch viel Spaß macht. Einzig das recht lineare Gameplay und die mäßige musikalische Untermalung sorgen dafür, dass das Gesamtbild ein wenig leidet. Gespielt wurde die gewohnt gute englische Übersetzung von VG Person. The Sandman wurde übrigens nicht mit dem RPG Maker, sondern mit dem freien Wolf RPG Editor erstellt. Im Folgenden findet ihr eine Verlinkung zu dem Tutorial, wie man Lightmaps erstellt. Dieses wurde leider zu ausführlich, als dass man es in der Maker Show noch hätte unterbringen können. Alle Interessierten dürfen gerne dem Link folgen. Und natürlich dürft ihr nach wie vor auch gerne noch Wünsche, Anregungen oder auch Kritik anmerken, wie das auch schon zuvor der Fall war. Solltet ihr selbst ein Entwickler sein, so ist es durchaus auch möglich, dass ein Beitrag von euch auf Wunsch in der Makershow Einzug halten kann.